geschnippelt. Meine Freundin hat die rote Zwiebel geschnippelt. Jetzt habe ich da Öl reingemacht. Meine Freundin hat schon die Nudeln zum Kochen gebracht. Wunderbar. Dieses Öl jetzt benutze ich dafür und jetzt lege ich los. Guten Appetit. Yes. Also mich verfolgen hier die Heißluftballons. Wer war denn da? Wer seid ihr denn?
zwei Körbchen. Die hat ein Kind. Eine Gurkenkartoffel. Kommt der Schwamm. Ja, das habe ich gekauft. Fürs Bad. Oder die Spüle in der Küche sauber zu machen. Diese Unterwäsche mit Gold. Meine Haare, das habe ich geholt im Centerpark. Das habe ich im Actionmarkt geholt. Centerpark. Actionmarkt. Das werde ich mit euch testen. Action. Und wieder Action. Ich finde die Unterhosen so süß. Richtig goldig. Ja. Das war mein Netto und Center und Action Markt. Was ich mir jetzt schmecken. Und mein Latte. Oh, das schmeckt so gut, Leute. Ja, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. So eine coole Hose. Radlerhose nennt man die. Noch eine coole. Freue ich mich anzusehen, das ist auch neu, das ich anhabe. Dieser Body, ich finde ihn geil. Ich finde ihn richtig toll. Trägern, schön gemacht. So sieht er von vorne aus, so sieht er von hinten aus. Fand ich schön. Einen schönen pH. Dann habe ich von Aldi, kommt ins Bad gleich, um meine Haare zu waschen, das, um die Nagelhaut zurückzumachen. So. Und das lasse ich mir schmecken. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Die Tasche kommt wieder in mein E-Bike. Diese Sonnenbrille liebe ich. Diesen Spiegel liebe ich. Das ist mein Lieblingsparfüm. Das ist mein Lieblingsparfüm. Meine Lieblingsdeko. Meine Lieblingstasse. Die habe ich mal von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Ja, so, das habe ich ja noch gekauft. Das habe ich ja total vergessen. Das wollte ich euch noch zeigen. Diese Stranddecke. Richtig cool. Ich freue mich, die zu benutzen. Ich mache die mal gerade auf, zeige die euch. Ja, ich finde die voll schön. Ich freue mich drüber. Echt cool. Dann habe ich das noch mitgebracht. Zweimal fürs Bad. Zeige ich euch auch, wie das aussieht. Und wenn ich es hinlege, zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Kann man so aufrollen. Ich mag das so mit diesen Bändern. Finde ich cool. Habe ich zweimal geholt. Sieht das aus? Ich finde es cool. Das gefällt mir richtig gut. Diesen Ring habe ich von meiner Freundin geschenkt gekriegt mit der Muschel. So süß. So, die Sonne scheint draußen immer mal wieder. Wir schminken jetzt einen schönen Look mit dieser wunderschönen Palette. Mein süßer kleiner Spiegel. Gestern meine ich, dass ich diese Schminke benutzt habe. Jetzt schminken wir uns. Uns fertig. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende.
schöne Hütte, muss man echt sagen. Ich nehme mich passend zu meinem Outfit. Diesen Mascara benutze ich so gerne, Leute. Ich finde ihn auch cool. Einfach himmlisch. Die Lippen mache ich heute ganz dezent, dafür die Augen ein bisschen mehr. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich muss mal unbedingt wieder mit euch so ein Schmink-Video machen. Also nicht nur schminken, sondern wie ich mit euch die Schminke aufräume. Ich muss nochmal meinen Kleiderschrank aufräumen. Dann muss ich unbedingt die Wohnung wieder sauber machen. Das will ich mit euch machen. Werde ich gleich morgen anfangen. Morgen wird so ein Video dann kommen. Ja, ich habe jetzt nicht alles geschafft. Da könnt ihr euch drüber freuen, wie der fertige Look aus. Ein gutes Parfüm darf sein. Heute ist Sonntag. Sonntagsparfüm. Mit der Schleife. Ich finde es so niedlich. Das ist mein heiliger Schmuck. Den ich trage, meine Nägel werde ich gleich bei Instagram neu machen. Das mache ich immer so gern an mich. Ich mache es weit genug von euch weg, weil es kommen dann Tropfen auf die Klamotten und das sieht so scheiße aus. Das geht irgendwie so schwer raus. Darum mache ich jetzt ganz weit weg von meiner Kleidung. Alles. Riecht nach Sommer, Leute. Wenn ihr Sommer riechen wollt, das riecht nach Sommer. Richtig gut. Und was ich auch noch ganz gerne mache, das muss ich mal noch öfters machen, so ein bisschen Öl in die Spitzen machen und das riecht auch gut. Ein bisschen pflegen die Haare. Und riecht gut. Ich habe auch ein neues Shampoo mir gekauft. Mal was anderes, außer von Balea. Weil meistens habe ich immer Balea-Produkte und das zeige ich euch gleich noch. Das benutze ich für die Haare waschen und es riecht göttlich, Leute. Ich lieb's. So, ich habe meine Nägel neu gemacht bei Instagram, wie ich euch gesagt habe, und dieses Muster benutzt. Schaut mal. Ich finde es richtig cool. Und auf den Daumen. Richtig geil. Die Ringe jetzt am Daumen gemacht. Ich finde es echt mega. Ich lasse das jetzt mal alles trocknen. Ich bin da noch mit Klarlack drüber gegangen. Das macht so viel aus, wenn man schön gepflegte Hände hat. Wenn man sich auf sich achtet. Klarlack habe ich von Essence getestet. Und dazu diesen Klarlack. Zunächst mal eben schönes Video.